Leute, habt ihr gesehen, es wird wieder ein junges Mädchen vermisst. Ach, ist doch heutzutage ganz normal. Ich find's nicht normal. Wir sollten unsere junge Frauen darüber aufklären und Solidarität mit ihnen zeigen. Ich muss euch was erzählen. Letztens kam mein Sportlehrer mir total nah. Er hat die Körpernähe einfach an mir gesucht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, vielleicht hat er das ja nicht böse gemeint. Ist ja dein Lehrer. Ist ja normal. Hast du dich unwohl dabei gefühlt? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Sowas ist überhaupt nicht normal. Sobald du dich unwohl fühlst, musst du das sofort melden. Das gilt schon als Belästigung. Und wenn es sein muss, dann gehen wir auch zum Direktor. Denn ein Angriff auf deinen Körper ist auch ein Angriff auf meinen Körper. Ich möchte da nicht alleine hin, weil ich mich so unwohl fühle und mich total schäme. Wozu sind wir denn da? Wir werden auf jeden Fall mit dir kommen. Danke. Auf jeden Fall, kommen wir mit dir. Viele junge Frauen werden aufgrund ihres Aussehens oder aufgrund ihrer Verhaltensweisen beleidigt oder runtergemacht. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie sich nicht wie eine richtige Frau benehmen. Solch ein Sexismus begegnet uns jeden Tag, im Alltag, überall. Wir müssen eingreifen und zeigen, dass wir so sein können, wie wir wollen und uns nicht einschüchtern lassen werden von sexistischen Verhaltensweisen oder sexistischen Aussagen. Ich bin eine Frau und ich kann meine Entscheidungen selber treffen. Ich bin eine Frau und entscheide selbst über mein Leben. Ich bin eine Frau und kein Objekt. Ich bin eine Frau und ich habe einen eigenen Willen. Ich bin eine Frau und mit mir beginnt die Freiheit.